Hilf mir da mal hoch. Hallo. Kannst du dir sagen, oder? Ach Gottchen. Okay, Moment. Nein, wir müssen hier rauf. Genau. Wir müssen ja links jetzt dann hier. Also sprich hier ja runter. Kommen wir zu dieser Kiste hier wieder. Kein Strom. Kein Strom, das kennen wir ja. Okay. So, von da kommen wir gerade. Da kommen wir nicht rauf. Tja. Oh, was haben wir da? Schießpulver, das nimmt sie. Da noch Gewehrmunition. Das übergebe ich ihm. So, Gewehrmunition, ich verstehe. Für das hier. Okay, wenn wir hier unten sind, sind wir hier unten. Was war das? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Eine leere Flasche, die nehmen wir gleich. Und kombinieren sie mit Brand. Ah, scheiße. Wurscht. Was? War da Glitzer gehabt? Ne, keine Ahnung. Nö, nee, anscheinend nicht. Sondern Ziegelstein anscheinend. Keine Ahnung. Ich schaue mich hier weiter noch um. Da ist eine Werkbank drinnen irgendwo. Hier. Okay, dann schauen wir mal kurz hier rein. Irinas letzte Worte auf Russisch. Die Leichen türmen sich langsam. Es sind so viele. Mein Gott, was haben wir getan? Diese Frau, diese Alex. Sie ist nicht hergekommen, um uns zu retten. Sie kam, um uns zu zerstören. Mein Vater lag die ganze Zeit richtig. Alles, was sie will, ist Ungeheuer zu erschaffen und Menschen sterben. Wir haben ihr die ganze Zeit dabei geholfen. Wie konnten wir nur so dumm sein? Sie hat uns alle mit etwas infiziert. Ich weiß nicht, was es ist. Erst fängt es an zu jucken, dann der Körper. Er fängt dann auseinanderzufallen. Wenn die Blindheit einsetzt, ist das letzte Stadium erreicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, auch für mich. Oh Papa, ich wünsche, du wärst hier. Ich wünsche, ich könnte dich noch einmal sehen. Die Insel ist erledigt, nichts mehr außer tot. Weiß nicht, wie viele Zeit noch wohl nicht mehr lange Beine fühlen, schon komisch. Jetzt juckt, jetzt augenschwach, Schmerz, Schmerz, Schmerz in Gliedern, Gott. Okay, jo. Ich hoffe, mein Russisch stört euch nicht so viel.
Mein Deutsch. Deutsch-Russisch. Mein Möchtegern-Russisch. Haben wir denn hier zufällig irgendwie Blinzi-Blinki, Blinki-Blunki? Nein, haben wir nicht. Schade. Oh, also. Oh, da war auch nix. Schade. Na gut, wir haben bei der Teilebox Schaden, Stufe 4. Urrr. Ja, das ist natürlich geil. Schaden Stufe 3 haben wir hier. Warte auf, das entfernen wir und machen Stufe 4 hier. Da haben wir Stufe 2. Pass auf, das entfernen wir und machen Stufe 3 hier. Ja, und mit der machen wir Schaden Stufe 2 fertig aus, oder? Die Rückstoßstufe 1. Ja, lassen wir das so. Perfekt. Perfekto, meine Freunde. Alles wird gut, alles wird gut. Doch nicht. Ah, Strom. Okay. War irgendein komisches Geräusch da gerade. Oh, Strom. Wir haben wieder Strom. Aber irgendwie gefällt das hier, glaube ich, nicht so richtig. Muss der Netzschalter für das Fließband gewesen sein. Damit sollte ich Sachen von A nach B schaffen können. Wie zum Beispiel die Kleine? Nein. Okay. Hier könnt ihr was drauflegen, wenn ihr was findet. Ach, ich will nicht hier rein. Schaut beruhigend hier aus. Kleine, bist du denn des Wahnsinns Teufel? Du kannst doch nicht da einfach runter. Gottchen. Wie ich es hasse. Großer Gott, was für ein Saustall. Mir wird schlecht. Das Ding können wir wohl als Stromquelle benutzen. Ja. Warum glaube ich, dass wenn wir jetzt darüber gehen, dass irgendwas passieren wird? Warum habe ich denn so eine böse Ahnung? Sage ich es nicht. Was zum Teufel ist das Ding? Ah.
Holy shit. Ja. Okay. Schon den kaputten Rücken, wenn ich das Teil ganz bis zum Fahrstuhl schleppe. Du sollst es ja nicht ganz bis zum Fahrstuhl schleppen. Pass auf, ich stelle das jetzt mal kurz daher. Dann kletter ich hier rauf. Ich kletter hier rauf. Und wir wissen schon, wie wir zu der Munition kommen. So, meine Freunde. Hier hinten haben wir ja das gleiche Problem mit der Kiste gehabt. Genau. Wenn ich das jetzt da aufs Förderband drauflege, kommt es hier, glaube ich, an, ne? Ja, sollte. Okay. Jo, die Kleine geht in die Kiste rein, ist eh klar. Sie weiß es ja nicht besser. So, dann legen wir es da rein. Und Abmarsch. Wieder schauen. Gute Reise. Lups. Wie schlimm. Okay. Jetzt nehmen wir es. Langsam mal dorthin. Oh, warte mal kurz. Ich leg's mal kurz dorthin, weil dort haben wir nämlich eine Kiste. Eine Truhe für sie. Na komm. Na siehste. Problem gelöst. Hätte ich einmal gesagt. Nein. Jawohl. Einmal. Zweimal. Dreimal. Das muss jetzt auch was Gutes sein. Wieder eine seltene Teilebox. Okay. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Genau. Was haben wir da? Schnellladen. M. Stufe 1. Okay, okay, okay. Für was ist denn die schon wieder? Für die Magnum. Naja, okay. Ist jetzt nicht so sonderbar wichtig gewesen. Aber was soll's. So, das Ganze machen wir jetzt da hier. Kommen wir hier rauf und hier rüber, okay.